2011 feiert das Automobil 125-jährigen Geburtstag. Initiiert durch das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg wird das Jubiläum gebührend begangen. Mannheim wird sich als Ort präsentieren, der nicht nur für die Einführung des Automobils steht, sondern auch für dessen Zukunft. Neben einem Kongress gibt es ein Stadtfest der besonderen Art. An der Friedrichsplatzanlage rund um den Wasserturm ist mit Autosymphonic ein multimediales Gesamtkunstwerk geplant. Zentrale Idee dieses einzigartigen Projektes ist eine Sinfonie, bei der erstmals Autos als Orchestrierung eingesetzt werden. Der Komponist Marios Joanu Elia und der Fotograf Horst Hamann sind die beiden künstlerischen Leiter dieses besonderen Events. Wir feiern eine neue Erfindung, die eigentlich aus der Erfindung des Autos. Genau. Wenn man allein denkt an dem Auto-Orchester, das ist eigentlich etwas, was es zum ersten Mal überhaupt zum Leben gebracht wird. Und dann noch mehr, wenn es so mit einem Sinfonieorchester zu einem Dialog kommt. Wobei der Dialog ist auch nicht immer im Sinne, dass es so eine Einstimmigkeit gibt, sondern es gibt Reibungskräfte, es gibt Umstrittenheiten, es gibt dann vielleicht auch so Kontroversen. Das ist halt eben so ein lebendiges Wechselspiel. Einerseits zwischen der Musik und gleichzeitig auch zwischen den Medien, weil wir sind zusammen natürlich und wir entwickeln eigentlich alles gleichzeitig, aber jede Kunstsparte behält ihre Identität. Genau. Und Mensch und Maschine praktisch als Kontrast, als Gegenpol. Genau, aber interessanterweise die Maschine wird von Menschen beherrscht. Ja, also die Maschine und der Mensch nicht in diesem Fall kann nicht zum Klaren kommen. Ja. Normalerweise werden die Kompositionen von Elia in Opernhäusern vor einem Fachpublikum aufgeführt. Mit Autosymphonic verlässt er den Kulturtempel und spricht mit einer Open-Air-Aufführung die breite Öffentlichkeit an. Was mir wichtig ist, was ich sozusagen von diesem Bereich der Kunstgattung komme, ist es nicht, dass die Kunst einfach nur das Fachpublikum entspricht. Ich meine, das entspricht das sowieso, aber die Herausforderung ist eigentlich, das weitere Publikum damit zu gewinnen. Genau. Und ein Ansatz meiner Arbeit ist eigentlich, Musik nicht unbedingt in einem Opernhaus, in einem Konzerthaus zu platzieren, sondern auch in Ortschaften, wo man nicht dazu kommt, dass man etwas veranstalten kann. Und da kommt es auch auf die Wahrnehmungsform. Und dann die Anziehungskraft ist es einfach viel anderes. Ich kann das einfach von dieser Stuttgarter Aufführung, was wir vorher gesprochen haben, das waren alle 6 Vorstellungen ausverkauft. Nicht, weil es ein zeitgenössisches Kunstwerk war. Unser Ziel ist einfach, das alles auf einem Niveau zu bringen und vielleicht inhaltlich die Eventkultur neu zu definieren. Genau. Ich glaube, das ist halt das Ziel. Genau, was er sagt, das Niveau hochzuhalten, also sonst geht man im Eishockey-Spiel, in der Halbzeit kriegst du so eine kleine Minishow geboten, also sowas holen wir natürlich nicht. Und ich glaube, jeder, der an dem Tag hier sein wird, wird nach Hause gehen mit einem bleibenden Erinnerung, einer bleibenden Gefühl und vielleicht ein bisschen Gänsehaut auch, zu sagen, okay, sowas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Wir wissen selbst nicht genau, wo die Reise hinführt, ne, wo das genau ausgeht. Und jeder wird auch eine andere Perspektive haben. Es wird sich in 360 Grad bewegen, komplett außenrum. Das heißt, jeder hat eine eigene Wahrnehmung, eine eigene Perspektive, ein eigenes Erlebnis an dem Abend. Und das ist, glaube ich, das Herausragende und das Phänomenale und das Einmalige auch. Ne? Deshalb darf es auch nur einmal stattfinden. Ne? Dabei wird das Multimedia-Projekt keine reine Lobeshymne auf das Automobil sein. Die beiden Künstler gehen trotz ihrer gemeinsamen Leidenschaft für das Auto durchaus kritisch an das vielschichtige Thema heran und beleuchten alle möglichen Facetten. Wenn man das Ganze sogar auch mythologisch sieht, etwas, was begehrt ist, ist auch höchst gefährlich. Genau. Ja, denkt man zum Beispiel an die Sirene. Genau. Ja, alle wollen da rankommen, alle wollen die Lieder hören, aber gleichzeitig müssen sie auch den Preis zahlen. Ich meine, ich sehe das ist, ich glaube, auch das Besondere dabei, dass eben diese beide, sagen wir, Polen gleichzeitig präsent sind. Und wenn man gerade am Auto denkt, sagen wir jetzt aktuelle Entwicklungen, Sprichwort Hybridisierung. Genau. Hier geht es eigentlich auch um eine Hybridisierung. Genau. Ja? Und es sind zwei verschiedene Treibstoffenergien, die eigentlich das Ganze zur Bewegung bringen. Aber allein dieser Begriff jetzt zum Beispiel Treibstoff, ne? Das sind so Wörter, mit denen kann man so schön umgehen, auch auf der visuellen Ebene. Ne? Und das ist ja auch was ein Antrieb. Jeder fährt mit dem Auto, jeder muss zur Arbeit, wenn kein Zug fährt. Ja? Also in Amerika, ich habe lange in Amerika gelebt, ohne Auto kommst du in Amerika nicht zurecht, außer New York. Ja? Das heißt, du musst mit dem Auto fahren, du bist angewiesen, das heißt, es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel. Ja? Das heißt, es ist ein Thema, es ist ein aktuelles Thema. Es wird auch noch 20, 30, 40 Jahre so bleiben. Ne? Aber es gibt viel mehr von Luc Besson mit Fifth Element, wo die Autos durch die Luft fliegen. Ja? Brauchen auch Treibstoff. Ja? Das heißt, es ist einfach ein Thema, das jeden betrifft, ob das durch alle gesellschaftlichen Schichten geht. Ja? Jeder muss mit einem
Fahrzeug fahren und hat für jeden andere Bedeutung. Fängt bei Geschwindigkeit an, Beweglichkeit, Mobilität, Freiheit. Diese ganzen Begriffe spielen damit und die werden alle in diesem Thema mit umgesetzt werden. Ja. Durch die Zusammenarbeit der beiden Persönlichkeiten, die aus unterschiedlichen Bereichen der Kunst kommen, ergibt sich ein sehr kreatives Spannungsfeld der gegenseitigen Inspiration. Ich denke, es ist genauso wie das Material hier auch auseinander gereibt wird. Genauso ist auch unsere Arbeit. Um ein Feuer zu machen, müssen zwei Gegenstände auseinander gerieben werden. Und das Gleiche ist auch bei uns. Ja? Also man kann auch nicht sagen, dass der eine folgt der anderen in so einem einfachen Sinne, sondern es ist eine Vielleicht, es ist immer ein Hin und Her. Natürlich, jeder behält sein eigenes Objekt und jeder entwickelt das. Aber das Ganze geht von der einen Seite wie ein Ping-Pong. Ja, der Ball wird ständig irgendwie hin und her geworfen, aber gleichzeitig jeder ist in seinem Gattung verantwortlich. Das Auto ist für beide Künstler weit mehr als nur ein Fortbewegungsmittel. Es weckt Assoziationen, bildet aber auch einen besonderen Raum, der spezielle Blickwinkel auf sich und die Welt eröffnet. Also ich denke, Autofahren ist auch, also in meinem Leben sind die besten Ideen im Auto entstanden. Also Ideen, ich habe meine Hochzeit vorbereitet im Auto, also meine Hochzeit, mein Heiratsantrag, also lauter Geschichten. Also und es war so erst so ab 2 Stunden Fahrt. Dann kommt es so langsam, wird alles abgeblendet und raus, die ganzen Ballast geht weg und dann kommen so die Öffnungen wieder für neue Ideen, neue Räume. Und als visueller Mensch, wenn die richtige Musik läuft, im Auto, ich schaue aus dem Fenster, im Zug genauso, aber im Auto speziell, weil man das Steuer in der Hand hat, da laufen dann die Filme, diese audiovisuellen Erlebnisse ab, die so viel Kraft haben, die man gar nicht so bewusst zum Teil wahrnimmt und die kommen auch hinterher wieder hoch. Wenn du gerade auch sagst Auto, also mir kommt das Auto so wie ein Gehäuse einer Kamera. Ja, das ist das Gehäuse, genau. Und wir sitzen drinnen und wir sind eigentlich die Augen. Genau. Und der Fokus. Genau. Und dann das Auto geht und du befindest dich ständig in einem irgendwie Wandern, genau. In einer Beweglichkeit. Genau. Aber die Wahrnehmung ist immer irgendwie anderes. Du fährst durch die Gegend, du fährst durch die Stadt, durch verschiedene Filme, du fährst durch die Natur, durch Flüsse, durch vielleicht Baustellen und so weiter. Ist eigentlich der Prozess, könnte man sagen. Also Sie merken ja schon, wie wir so reinkommen. Das ist so ein breites Thema. Ja. Ich fahre zum Beispiel sehr gerne nachts Auto. Wenn für mich, also als visueller Mensch, gerade in New York, du kannst irgendwann nicht mehr, du kannst nicht mehr aufnehmen. Du bist so zugesaugt, auch wenn du keine Kamera dabei hast, ja, weil du einfach immer im Saugen bist. Und deshalb, ich fahre so gerne, fahre ich dann gerne so 2 roten Lichtern hinterher und auf der Autobahn und komme, wie gesagt, in die eigene Welt rein, in die eigene Reflexion. Ja. Insofern ist es ein ganz wichtig, aber in Bewegung sein, das ist einfach ein faszinierendes Thema. Um gleichermaßen kreativ, produktiv und zielführend zu arbeiten, verfolgen der Komponist Elia und der Fotograf Hamann ganz individuelle Strategien. Also bei mir läuft es also immer so ab, dass ich kann sowas nicht abstellen. Wenn ich sowas im Kopf habe, im Hinterkopf, läuft das immer mit. Ja, weil das ist emotionale Intelligenz, das ist nichts. Unterbewusstsein heißt nicht Zufall. Genau. Du hast es eben einprogrammiert, es läuft mit. Und es ist egal, ob du jetzt irgendwie auf dem Bahnhof, im Bahnsteig stehst oder irgendwie durch den Gang läufst oder in der Nacht irgendwie noch irgendwas Kiosk gehst. Also irgendwo bist du, ob du Zeit schon, egal was es ist. Ja, das wird alles mit eingeflossen. Ja, bei mir ist es so, dass ich eigentlich gerade bin, die Wohnung zu wechseln, weil einfach der Arbeitszimmer für mich zu klein ist für so eine Produktion. Weil es ist mir auch wichtig, dass ich so viel über die Noten durchblicken kann. Und wenn man sich auch denkt, 250 Stimmen, dann spielt man vielleicht so eine riesige Partitur. Und alleine so eine Seite zu haben, brauche ich einfach Platz. Und nicht nur dann eine Seite, sondern ich muss auch so eine Reihenfolge von einer Sequenz folgen. Und dann brauche ich richtig viel Platz. Also ich muss noch was dazu sagen, ich bin früher auch in New York, also die ersten Monate in New York, bin ich nicht mit der Kamera rumgelaufen, ich bin mit einem Walkman, mit einem Mikrofon rumgelaufen. Ich habe die Stadt aufgenommen, akustisch. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ja, also ich sehe mich nicht nur als optischer Mensch. Ich nehme immer Geräusche wahr und habe das auch früher auch immer umgesetzt, habe Häuser projiziert und habe ja Musik mitlaufen lassen, Toncollagen. Also ich war immer auch sensibel für die Geräusche. Ja? Sowieso. Ja? Und dann später habe ich in New York zum Beispiel mir Pavarotti aufgelegt und bin dann mit dem Walkman im Kopfhörer. So habe ich auch damals die Idee zu dem Sinfonieprojekt bekommen, weil ich da reizbar wurde. Ja? Ich bin dann mit Pavarotti einfach durch die Straßen, durch New York gelaufen und habe das einfach als Film und als neue Dimension wirken lassen. Ne? Das war also immer dieses Gegenspiel. Ja? Und so kommt dann aber auch dann neues Material, neue Kraft für neue Projekte zustande. Ne? Also anknüpfen an das, was du sagst, an der aristotelische Poesie. Ja? Genau. Also der spricht über einfach die Wahrnehmung, wie sie eigentlich durch den Menschen zustande kommt. Und erwähnt das sogenannte Sensorium Commune. Mhm. Was ist das? Ich kann nicht etwas wahrnehmen, nur mit einem Sinne.
Genau. Also ich brauche mindestens eine Kombination von zwei, um etwas wahrzunehmen. Autosymphonik ist Hochkultur im öffentlichen Raum. Die einzigartige Instrumentalisierung und die besondere Platzierung des Publikums zwischen den Musikern machen dieses spannende Experiment zu einer echten Weltpremiere. Wer die beiden Kreativköpfe im Gespräch erlebt, hat keine Zweifel an der erfolgreichen Umsetzung. Professionalität gepaart mit Begeisterung für das Projekt vermitteln Vorfreude und das Gefühl, diese einmalige Veranstaltung keinesfalls verpassen zu dürfen. Also ich kann nur jedem empfehlen, an dem Abend hier zu sein, weil das wird ja, once in a lifetime opportunity, ja, um auf Deutsch zu sprechen.